Gedanken besser. Nur Männer sind als Spender einfach, naja. Nee, irgendwie, weiß ich auch, die sind cooler. Die Frauen stehen so da, gucken mich an, vergessen, dass sie so einen Zettel halten müssen. Okay, deshalb nehme ich wieder einen Mann. Hier. Da hinsetzen wird es nicht mehr, ne? Jetzt habe ich dich groß gestellt. Dann nehme ich dich. Hier. Ich nehme doch eine Frau. Das Schöne ist, dass er seinen Namen auf der Brust hat. 622, Vorname Spacki. Spacki. Was hat sich deine Mutter dabei gedacht, dir so einen Namen zu geben? Er sieht aus wie ein Spacki. Ja, stimmt. Nein. Das ist dein richtiger Name. Dein richtiger Name ist? Ben. Der Spacki. Okay, so, jetzt müssen wir es so halten, dass ich es sehen kann. Und jetzt musst du natürlich auch beweisen, dass das so ist, wie ich gerade gesagt habe. Ne? Wenn du nur ein bisschen zitterst, hol ich mir eine Frau. Ist klar, ne? Und dann hast du verkackt und du stellvertretend für alle Männer in Leipzig. Ist das klar? Okay, ich singe jetzt das Lied. Das Lied von den verschiedenen Tierkatastrophen. Fall 1, das Ding mit Osama bin Leopard. Afghanistan, 2002 verschwand, verwendete die US-amerikanische Armee Pflasterbomben und luftwechselnde Brandbomben, um die afghanischen Höhlen von Al-Qaida-Mieslingen zu säubern. Leider war noch jemand anderes in diesen Grotten versteckt. Es war der Schneeleopard, Unzia, eine der seltenen Tiere der Erde, sehen Sie sich vor. Osamas Bartmänner, Hand in Hand, mit dem mächtigen Schneeleoparden eingesperrt in eine Höhle und dann bumm, hau, Schepper, Schuss, Bartmänner und Schuss, Schneeleopard. Und wir noch reichlich die Bartmänner auf und ob neben übrig sind, kann man das über den Schneeleoparden nicht gerade sagen. Diese Katze ist in Afghanistan wohl ausgestorben, wie ein Lebensraum weniger. Wenige Menschen wissen etwas darüber, wenige Medien haben darüber gerichtet. Der mächtige König der Berge hatte das Pech, dass er ausgerechnet da wohnte, wo ein alter Menschenkrieg ausbrach über Gottesdienst macht. Diese Art von Dingen aktuell sind nach Schätzung noch etwa 5000 Schneeleoparden auf diesem Planeten übrig. Das finde ich und Spacki übrigens auch sehr traurig. Das ist das Ende der Zivilisation. Das ist das Ende der Zivilisation. Das ist das Ende der Zivilisation. Mir geht es immer noch gut. Hier Spacki. Fall 2, Sache mit dem gewichsten Nashorn. Als ich den Fernseher anschaltete, sah ich den deutschen Zoologen Thomas Hildebrand etwas Außergewöhnliches tun für einen Dokumentarfilm der BBC. Wie sehr sich filmen, er dabei war, einem männlichen Nashorn einen runterzuholen. Und da sahen wir ihn, wie er einen Elefanten befriedigte. Ein Vorgang, für den ein Mensch das Tier mit analem Faustverkehr stimulieren muss. Wie ich gelernt habe, Hildebrand. Ist gut, ne? Aber du reißt dich zusammen. Es wird nicht besser.
Hilde Brandt und seine Kollegen haben zum Flohband hier Sex gesucht. Und du, Spacki? Um die Natur zu retten, ja, dafür würde ich es auch machen, oder? Von den nördlichen Breitmann, Nason, Keratotherium, Sinum, Cotoni sind müssen doch 13 übrig. Ja, dann bleibt einem nicht viel anderes übrig, als das Männchen zu befriedigen und den erhaltenen Samen möglichst schnell künstlich beim Weibchen unterzubringen. Also, ihr könnt mich nicht filmen, ne? Unterzubringen, ziemlich viele Menschen denken, dass die Technik die Natur schon retten wird. Ein bisschen, hallo YouTube, ein bisschen künstliches Verbrechen, ein paar Eierentglaser zeugen. Punkt. Außerdem können wir heutzutage nicht auch schon DNA archivieren, Fragezeichen. Leider geht das so einfach nicht. Mit der DNA hat man noch kein Tier, Blätter und Spacki. Oh, jetzt ist, ich muss gut aussehen für das YouTube-Video, was hier gedreht wird. Ich muss Spacki sagen, wann er umblättern muss. Und die Melodie finden. Hallo, Nashorn. Hallo, Tierpfleger. Greif zu. Mach ich. Ich danke dir. Mit Samen auch nicht. Am Ende des Dokumentarfilms muss der Hildegard feststellen, dass das Frauchen Nason nicht schwanger geworden ist. Das ist das Ende, so wie wir sie kennen. Das ist das Ende der Welt, so wie wir sie kennen. Das ist das Ende der Welt, so wie wir sie kennen. Ist es gut. Ich glaube, Spacki auch. Fall 3, die Sache mit der bösartigen Katze. Oh, Spacki taut auf. Während ich hier sitze und schreibe, liegt meine Katze Molly auf meinem Schoß und schläft. Lese ich meine andere Katze, ist draußen dabei, Vögel zu jagen oder sich mit einer anderen Katze zu teilen. Meine Nachbarn, nämlich auch zwei Katzen, die Nachbarn dahinter haben eine in der Nacht fünf. In der Straße, in der ich wohne, leben mehr Katzen als Menschen. Applaus für Spacki, der selbstständig umblättert. Das ist ein Problem. Diese ganzen Fangvögel und Motten und Ratten und Schmetterlinge, biologisch gesprochen, reißen damit eine Lobby-Nahrungskette. Nein, wirklich, laut wäre ich, es ist genau das, was in katzenreichen Ländern wie England, Schweden oder Niederlanden passiert. Vogelarten verschwinden unter Arten von Wolken und kurz vor dem Aussterben alles nur wegen Molly, Lizzie, Bully, Nicky, Ember, Darth Vader. Sippy und all den anderen Milliarden Katzen, die die Welt bevölkern. Na, wohin das führt, sein Planet, der nur noch von Menschen und Katzen bewohnt wird. Meine Katze Molly hat sich immer um, du bist in meinen Schoß gesprungen. Bestimmt geht's irgendwie auf die Suche nach einer hilflosen Maus. Das ist das Ende der Welt, so wie wir sie kennen. Das ist das Ende der Welt, so wie wir sie kennen. Das ist das Ende. Und uns geht es gut, Spacki, Ben Laden und wir. Mit dem niedlichen Panda. Menschen sind freundliche Wesen, die lieben Tiere. Daher können wir es nicht mehr ansehen, wenn der Bonobo und der Riesenpanda bedroht werden. Und glauben Sie ja nicht, dass wir den mächtigen Löwen, den spaßigen Schimpansen oder seinen großerweckenden Nashorn im Stich lassen. Also richten wir lieber noch ein Naturschutzgebiet ein. Aber warten Sie mal, die Tiere, über die wir uns Sorgen machen, sind nur eine kleine Minderheit. Tierpark-Tiere, wer kümmert sich um Schnecken, Insekten, Läuse und Spinnen? Die haben doch auch ihre Probleme. Ja. Oder? Wer von euch hat Schnecken, Spinnen, Kakerlaken oder so als Haustiere? Also als gewollte Haustiere? Du.